Cristiano Ronaldo, was wurde nicht über ihn geschrieben? Ja? Er ist gar nicht mehr Teil der Mannschaft von Juventus Turin, dass er da total aneckt, keiner ihn mehr da haben will. Und wer rettet heute wieder Juventus Turin den allerwertesten? Es ist CR7. Ja, denn Juve lag hinten bei Udinese Calcio, ja, und das wäre ja ein K.O.-Stoß gewesen in diesem so wichtigen Kampf um die Champions-League-Plätze in Italien. Denn wenn sie die Champions-League verpassen sollten, das Geld ist ja klar eingeplant. Der Kader von Juventus Turin, sie haben sowieso schon finanzielle Probleme durch die Corona-Krise. Ja? Und dann noch keine Champions-League, das wäre der Untergang von Juve. Viele Vereine stehen vor dem finanziellen Aus. Ja, Barcelona zum Beispiel, aber auch Juventus Turin, wenn die Champions-League flöten geht, das wäre ein Desaster für Juventus Turin. Nicht weniger und nicht mehr. Naja. Aber dann gibt es ja noch einen Cristiano Ronaldo, der heute eigentlich kein gutes Spiel macht. Das muss ich ehrlich sagen. Juve hat katastrophal gespielt. Zeitweise dachte ich, die hätten das Fußballspielen verlernt. Einfachste Bälle kamen nicht an. Auch nicht von Ronaldo. Er ließ sich von dieser allgemeinen Unsicherheit anstecken. Ist generell nicht so in Topform, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber auch ganz Juve eben nicht. Es kommen keine guten Flanken, es kommen keine guten Bälle. Die Gegner stellen sich hinten rein und meistens reicht das dann gegen Juve. Heute war es ein bisschen Glück. Ronaldo schoss einen Freistoß, wurde mit einem Ellenbogen von De Paul abgewehrt und dementsprechend gab es einen Handelfmeter. Ronaldo macht ihn rein und später dann das entscheidende Kopfballtor machte er noch, um kurz vor Schluss die Partie im Alleingang zu drehen, wie man ihn kennt. Ja, und ich finde, die italienische Presse sollte sich so ein bisschen zurückhalten, denn ich finde, wenn ein Spieler noch bei Juve funktioniert, dann ist es Ronaldo, vielleicht noch Quadrado und ein, zwei andere, aber Ronaldo ist auf jeden Fall eine Konstante. Ich meine, sie machen Ronaldo fertig, obwohl er in seinem Alter noch der Torschützenkönig der Serie A ist. So, vielleicht könnte man ja drüber nachdenken, dass andere Mannschaftsteile von Juventus Turin eher für diese Krise verantwortlich sind, als der, der am meisten Tore schießt, immer noch am Fließband. Aber gut, Ronaldo lässt sich eben einfach haten. Eure Meinung? Gerne in die Kommentare, liebe Freunde. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Da ging es um einen Liverpool-Star, der zu den Bayern wechseln soll. Wer das ist, erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.